Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Clash of Heroes. Wir versuchen immer noch, diesen gewaltigen Turm zu erklimmen, an dessen Spitze wir den Vater von Nadia vermuten, der ja hinter allem steckt. Er ist der Lord Blutkrone, er ist derjenige, der eine nächste Dämoneninvasion Ashans im Prinzip einleiten will, und wir werden jetzt diese nächsten Kämpfe hier beschreiten. Wen haben wir denn da als nächstes auf der Schlachtplatte? Oh ja, gar nicht mal schlecht. Da bin ich ja mal gespannt, wie stark dieser Gegner denn letztlich sein wird. Da oben haben wir direkt seine Meistereinheit. Allerdings kann er da nicht viel Profit gerade draus schlagen, was ziemlich gut ist. Was machen wir denn mal? Also ich bin ein Fan davon, anzugreifen. Und wenn wir hier die Gremlins zum Beispiel ready machen, dann könnten wir den Rakshasa vielleicht sogar schon besiegen. Im besten Fall zumindest. Müsste man mal gucken. Damit können wir gerade noch nicht so wahnsinnig viel machen. Ich will eigentlich... schade. Wir würden hier nur den Wall machen. Wobei, so schlecht ist das gar nicht. Machen wir das mal. Ich hatte was anderes überlegt. Man hätte hier jetzt auch noch einen Wall machen können. Das haben wir jetzt nicht getan. Er versucht natürlich wirklich, den jetzt zu aktivieren. Aber es ist gar nicht schlecht, dass er den jetzt weiter nach vorne geschoben hat. Denn so wird natürlich auch der Angriff der Gremlins effektiver gegen ihn. Oder sagen wir mal so, es ist wahrscheinlicher, dass er den verlieren wird. So. Dann machen wir mal für den nächsten Zug den Zauberer ready. Oh, scheiße. Wir haben nur noch diesen Zug jetzt. Aber das dürfte reichen. Perfekt gelaufen. So stelle ich mir das vor. So. Wir werden... Na, das passt ja alles nicht. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz noch. Machen wir das mal so. Okay, dann können wir jetzt langsam anfangen. Die schießen jetzt gleich auf. Dann ist der auch weg. Er baut hier schon mal provisorisch Welle auf. Das war ja mal so klar. Allerdings können wir immer noch diese Welle einfach wegschießen. Ne? Das darf er nicht... Oh, sehr geil gelaufen für uns. Sehr, sehr geil gelaufen. Erstmal... Ah ne, wir bewahren uns den mal noch auf den Blitz. Jetzt können wir den noch nicht so richtig gut nutzen. So. Der hat eine Aufladezeit von 6. Das heißt, wenn wir... Also am liebsten wäre es mir, wenn wir noch eine Bindung hinkriegen. Oder mehrere Bindungen. Jetzt hat er hier seinen Titanen. Wenn es gut läuft, können wir den jetzt ausschalten. Yes! Ich will es gar nicht erst so weit kommen lassen, dass er irgendwas damit anfangen kann. Okay. So. Der hat eine Stärke von 6. Wie stark ist unser Wall? 6. Okay, das heißt, der geht auf jeden Fall durch. Dann brauchen wir da auch nichts probieren. Ich will so ein paar von den Zauberern, also von den Lehrlingen, will ich freischaufeln. Denn die werden wir ja gleich für die Bindungen brauchen. Wenn er jetzt nichts tut, dann wird das ziemlich schmerzhaft hier für ihn, okay? So. Das kann er meinetwegen machen, so viel er will. Den dahin, den dahin und den hierhin. So. Okay. Ja, er startet wirklich ein paar Angriffe gegen den Titan, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal noch kein Problem. Jetzt werden wir erstmal voll durchgehen hier. So. 22 Schaden, 2 Schaden, ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. So. Das ist relativ scheiße gelaufen, muss man sagen. War ziemlich scheiße gelaufen. Also so wie es aussieht, werde ich nur eine Bindung hinkriegen, die hier. Das ist echt richtig kacke gelaufen.
Manchmal hat man einfach unfassbares Pech, was das angeht. Aber gut, ich krieg dann immerhin eine Bindung hin. Das ist besser als nichts. Da will ich jetzt auch nicht undankbar sein. Dann machen wir erstmal nochmal den weg. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, eine weitere Bindung zu machen. Ich habe da so eine Idee. Okay, Rakshasa. Zwei Golems hat er schon. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Also ich könnte jetzt auch noch welche auf gut Glück holen und hoffen, dass da was draus wird. Also erstmal den, klar. So, dann machen wir das. Machen den weg. Und das hin. So, dann haben wir immerhin eine Dreifachbindung. Immerhin eine Dreifachbindung. Das stellt mich ein bisschen zufrieden. Natürlich. War doch klar, dass das passiert. War doch klar, dass das passiert. Naja, wollen wir mal abwarten, ob wir viel Spaß daran haben. Boom. So, wir haben noch ein Titan hier. Sehr nice. Okay, die sind gleich dran. Das wird sehr schmerzhaft für ihn, hoffentlich. Wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen Platz reinkriegen. So. Wenn ich den Titanen auflade, während er sein Rakshasa dagegen schickt, dann können wir alleine durch den Titan schon ganz gut blocken, wenn wir nicht gleich schon gewinnen sollten durch den Angriff. Es könnte knapp werden, aber schauen wir mal. Eine Dreifachbindung immerhin. Die 52 könnte reichen. Ja, das reicht. Perfekt. Mehr wollte ich gar nicht. Die Muskelmänner haben es wieder gerissen, ne? Genug Steroide gefressen. So. Das sieht doch ganz gut aus. Zauberer steigen wieder eine Stufe auf. 26 Basisstärke. Titan noch ein bisschen davon entfernt. Aber das macht nichts. Es kommt früher oder später. Krummsäbel. Die schwertspirale Angriffskraft der Rakshasa Ranis wird von untätigen Feindeinheiten nicht betroffen. Nö. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da überhaupt hatten jetzt gerade. Den Kampfstab. Ja, das ist cool. Das ist cool. Wenn einem das Board nicht gefällt oder dann eine Meistereinheit ist, die droht aufgeladen zu werden, dann kann man dagegen wenigstens schnell eben was machen. Deswegen ist das schon mal ganz gut. Gute Arbeit, Männer. Ein Spion weniger, um den wir uns kümmern müssen. Oha. Nein, sie haben einen unserer Kameraden erwischt. Wir müssen ihn befreien. Das werden wir auch tun. Zwei Kämpfe haben wir noch vor uns, um das zu tun. Was haben wir hier? Uiuiui, ja. Lehrlinge ohne Ende. Titan, Stufe 3. Und dieser komische Djinn, der mich ziemlich nervt. Ich bin kein Freund von denen. Aber gut, das ist jetzt... Das ist ein Board, was mich jetzt nicht so richtig ankotzt zum Start. So. Das ist ganz geil. Wer will das lieber schnell loswerden, bevor ich da da Aufladung verliere. Und dann kriegt er die ganze Zeit immer noch Punkte. Alter, okay. Jetzt will er es aber wissen. Das war keine schlechte Runde für ihn. Das war wirklich keine schlechte Runde für ihn. Was hat der nochmal? Der hat... Ach Mann, falsche Taste, so eine Scheiße. Okay, der hat eine Aufladedauer von 4. Okay, wir machen jetzt erstmal den. Und den. Ja, unser Lehrlingsangriff verpufft natürlich völlig. Völlig unnütz. Wobei, wahrscheinlich wird er ein bisschen abziehen, aber nicht viel. Ja, okay. Aber dafür ist der Gegner jetzt auch mehr oder weniger mittellos.
So. Und so. Hier eine Bindung. Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir für den Magier dann auch noch eine Bindung wenigstens hinkriegen. Ja, das tat ein bisschen weh. Das tat gar nicht weh. Das tat auch nicht weh. Der könnte ein bisschen nervig werden. Oha. Blöd. Aber ich wittere hier eine Gefahr für ihn. Er wird es wahrscheinlich wieder verkacken. Was für uns natürlich ganz geil ist dann. So. Bindung sehe ich hier. Ansonsten sehe ich aber keine, die jetzt so ohne weiteres möglich wäre. Wobei... Nee, wir machen mal das. Jetzt wird der schießen. Das interessiert mich eigentlich nicht, was der tut. Ja, fuck. Jetzt rutscht der ja nach und dadurch hat er das Problem nicht mehr. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht aufhalten. Nee, wir können ihn nicht aufhalten. Wir können ihn leider nicht aufhalten. Ja, das wird nervig. Er wird den jetzt erstmal aufladen, das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall Welle. Oder mit ganz viel Glück, mit ganz, ganz viel Glück, treffen wir ihn zweimal oder was? Jawoll. Sehr geil, okay. Der ist leider eher dran als der. So, wir haben 4 Züge. Holen wir uns nochmal was nach. Junge. Okay. Ja, wir machen in der nächsten Runde eine Dreierbindung mit diesem Zauberer hier. Und dann können wir den Titan auch noch mal ein bisschen schwächen. Denn die Gremlins werden vorher schießen. Das war jetzt nicht so effektiv, aber was soll's. So, also 1, 2, 3. Der wird auch vorher schießen und dann... Ja, der Titan wird nicht weg sein, aber er... Oh Gott. Aber er wird ziemlich angeschlagen sein. Das ist alles, was wir wollen. Mehr interessiert uns ja gar nicht. Den setzen wir hier hin. So, jetzt ist er dran. Kann gut sein, dass er den Magier tötet. Ah, er ist stärker. Oh, wir sind wieder dran mit unserem Blitzschlag. Oh nein! Sogar eine Bindung hingekriegt. Allerdings könnten wir, wenn wir Glück haben, die Bindung zerschießen. Mal sehen. Hier muss es hin treffen. Wow! Geil! Sogar weg. Besser geht's ja gar nicht, okay. Okay, wir machen hier nochmal einen Wall hin. Wenigstens ein bisschen Schutz vor dem ganzen Kladderadatsch hier. So, den stellen wir da hin. Ja, das wird trotzdem schmerzhaft. 6, 7. Ja, ein bisschen was hier durchgehen. Ja, 6 Schaden, aber damit kann ich leben.
Und er hat keine Meistereinheit bekommen. Aber ich krieg auch irgendwie keine. Das nervt mich auch ein bisschen. Jetzt ist unser Magier dran. Gut, da wird jetzt auch nicht viel durchgehen. 10 oder was? Ja, 10. Aber die sind natürlich jetzt alle verschwunden, dadurch, dass sie alle untätig waren. Das ist blöd. Allerdings taucht unser Magier gleich wieder auf. Und macht dann auch seinen Angriff. Warte mal, ist das dann nicht sogar so, dass die dann plötzlich eine Bindung haben? Warte mal. Nee, er greift jetzt einfach an. Okay. Aber er schlägt halt nur mit recht wenig durch. Schade. Das ist wirklich schade. Kein Golem dabei gewesen. Das ärgert mich ein bisschen. Oh, ich glaube, der schlägt dann voll durch, oder? Nee, der zerstört die einfach, okay. Aber wir haben wieder unseren Blitzstrahl. Bewahre ich mir aber noch auf, weil aktuell lohnt es sich nicht, den einzusetzen. Das wäre eine Verschwendung. Der eine Golem kommt durch. Ja, 8. Wird langsam eng für dich, mein Freund. Ein Titan. Allerdings will ich... Normalerweise würde ich jetzt sagen, cool. Aber ich will eigentlich nicht so lange warten mit dem Sieg. Bis der mal fertig ist. Da vergehen ja auch noch 6 Züge dann. Müssen wir mal gucken. Der wird jetzt angreifen. Noch 8 Leben. Das ist echt nicht viel. Also. Okay, da müssen wir schnell ran. Bevor der Scheiße raus. Da kommt natürlich auch nichts durch. So, wir wollen den wegmachen. Ärgerlich, okay. So, die Bindung wird nochmal helfen, damit der... Also er müsste jetzt theoretisch einen Wall machen. Ansonsten wird die Bindung vielleicht dafür sorgen, dass wir den da... Okay, jetzt nicht mehr. Alter, ihm fehlt da auch schon wieder nur ein Zug. Wie nervig ist denn das immer? Oh, das ist so dumm. Ach, ist das dumm. Oh Gott, ich kann den nicht absenken, was ich machen müsste, damit er überhaupt gestartet werden kann. Man verliert einfach so viel Zeit. So, jetzt wird er seinen nämlich aktivieren, seinen Titan. Bevor ich überhaupt meinen ready machen kann. Ja, toll. Wunderbar. 6 Züge. Ich muss ihn vorher erledigen. Was ich vielleicht sogar schaffen kann. Je nachdem, was der Magier da verursacht. Schade, der hat gar nichts gerissen. So. Wir müssen ihn auch aktivieren. Okay. Es könnte sein, dass er tot ist. Yes. Perfekt. Da mussten wir den Angriff des Titanen gar nicht mehr fürchten. Hat gut geklappt. Die kriegen keine Punkte mehr, ist logisch. Ja, die Titanen fast. Stufe 3. So. Wenn wir unseren Freund hier retten wollen, müssen wir jetzt noch ihn erledigen. Was hat er denn zu bieten? Besiege den Feind. Stufe 10. Ach, nur. Das ist ja nichts. Wow. Er fängt auch direkt mit einem Rakshasa an. Tja, was macht man? Gefällt mir nicht, was du davor hast. Momentan droht er, also momentan sieht es noch nicht so aus, als würde er den aktivieren können. Zumindest nicht in der nächsten Zeit.
Wir können ja schon mal vorsorglich den Magier hier hinstellen. Und ihn gleich aktivieren. 1, 2, 3. Er kann höchstens... Ja, okay. Oh, scheiße. Jetzt hat er 5 Züge. Das reicht aber nicht ganz. Das reicht nicht ganz. Aber es wäre nochmal knapp geworden. Dann müssen wir jetzt den Blitzstrahl machen und hoffen, dass er ihn trifft. Der hat auch einfach 100 Leben, der Typ. Was ist denn da los? Geht doch. Was fressen die denn heute? Was kriegen die denn zu essen, dass sie so eskalieren völlig? Das ist ja nicht normal. So, da haben wir den Titan. Das ist natürlich... Das ist ganz cool. Und wir können ihn so... auch ready machen. Oh, Gott, gut, dass er da steht. Ah, fuck. Okay. Der wird den treffen. Wird ihn zwar nicht töten, wird aber auch enorm Schaden machen, sodass der Magier im Prinzip unbrauchbar wird. Was echt ein bisschen ärgerlich ist. In der nächsten Runde holen wir uns unseren Titan. Um 5 Schaden. Wow. Oh, der ist sogar vorne. Das mag ich. Das finde ich gar nicht schlecht, dass der dann vorne ist. Kriegt zwar 14 Schaden ab, aber der wird ja auch noch viel größer. Der wird ja mindestens noch auf das Dreifache anwachsen. Das ist, als würde ich über meinen Penis referieren. Aber gut, okay. Das sieht gar nicht schlecht aus. Okay, wir müssen den wegkriegen. Die Frage ist, wie kriegen wir den weg? Ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht... Oh, nice. Gott gesehen. Hilft jetzt aber auch nicht so wahnsinnig. Also ich muss die beiden erstmal wegkriegen. Vielleicht ziehen wir die hier rüber. Wir ziehen die hier rüber. Und machen dann schon mal so eine Bindung bereit für den Titan. Erstmal schießt unser Magier. Der wird wahrscheinlich kaum durchkommen. 3 Schaden. Ich fass es nicht. Das ist ja rekordverdächtig. Okay, den machen wir da ein. Toll. Immerhin hat er den Angriff mutig geblockt. So, noch 4 Runden. Krieg eine Zweierbindung hin. Also eine Dreierbindung kriege ich mit dem Titan hin. Fuck. Genau das, was man verhindern will. So ein Mist. Ich bin gerade irgendwie einfach voller Hoffnung, dass dieser Angriff reichen wird, um ihn zu vernichten. Das wäre nämlich echt schön. Was haben wir dann noch? Okay. Krass. Viele Gremlins noch dazu gekriegt. Das wird ihn nicht retten. So, was kriegen wir hier zustande? Was für ein Angriff wird das? 61, 79 und die gehen fast ungehindert durch. Ui, nice.
Machen wir die schon mal ready. Die schon mal ready. Wobei, die sterben gleich eh. Das war eigentlich unnütz. Können wir den vielleicht ein paar Mal treffen? Einmal immerhin, okay. Er hat sogar noch eine Bindung hingekriegt, ich fasse es nicht, okay. Sprich, wir brauchen hier definitiv Welle. Ansonsten werden wir sterben. Das dürfte seinen Angriff fast vollständig absorbieren, aber es muss einfach sein. Okay, er setzt den dazwischen. Damit ich ihm seine letzten 5 Leben nicht klauen kann. Was für ein Lappen einfach. Okay. Wobei, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe so einen Move ja auch gemacht, aber bei mir ist es okay, ist was anderes. Ich bin der Spieler. Ich habe mehr Rechte als der Gegner. Den Schaden. So, jetzt kommt's drauf an. Was für eine Bindung kriegen wir hin? 34 Schaden müsste reichen. Jo, weg mit ihm. Weg mit ihm! Level up, Level 9, 82, 6 Waldstärke. Titan. Sind auf Stufe 3 mit 85 Basisstärke. Magier haben wir verloren. Aber er hat heldenhaft geblockt. Danke für meine Befreiung. Nehmt diesen Phönix als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wenn ihr andere Truppen braucht, kann ich sie beschwören. Krass, echt? Mal gucken. Ich kann nicht mit ihm reden. Wie soll er denn Truppen beschwören? Naja, das ist auf jeden Fall unendlicher Truppennachschub und hier haben wir jetzt tatsächlich die letzte Meistereinheit der Akademie, der Phönix. Mit einer Basisstärke von 70 auf Level 1 ist das natürlich echt heftig und eine Aufladezeit von 5. Hinterlässt eine feurige Spur und kann die Formation wiederbeleben, wenn diese in der Ladezeit eines Phönix sterben. Das klingt ziemlich krass und deswegen würde ich den jetzt auch mal reinnehmen. Also rein von der Logik her ist der an sich besser. Würde ich fast sagen. Probieren wir es einfach mal damit aus. Wir haben jetzt hier noch einen weiteren Kampf. Und dann müssten wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen sein. Cyrus hat ja selbst gesagt, noch eine Ebene. Und die dürften wir jetzt an sich haben. So. Ich überlege gerade, ob wir den jetzt schon machen oder ob wir noch warten. Er kann das machen. Er kann... Ja, okay. Er kann Scheiße bauen. Er kann richtig, richtig nervige Kacke bauen, wenn die ihn nicht aufhalten. Ja, jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Wir müssen aber trotzdem so schnell es geht unseren Freund hier aktivieren. Ich habe auf beiden Seiten aber Probleme, das zu tun. Es sei denn, ich nehme den... Ach, Fickwurst. Ups, sorry. Sogar eine Bindung. Are you kidding me? Ich habe jetzt 2 Züge. Eigentlich habe ich einen Zug, um den zu aktivieren. Jetzt machen wir erstmal das. Wunderbar. Das ist wunderbar gelaufen. So, warte. Das müsste ich machen können. Okay.
In der nächsten Runde kann ich ihn tatsächlich aktivieren. Ach, nervig. Ich hasse die Teile. Der Phönix ist aktiviert. Lang lebe der Phönix. Holen wir uns jetzt schon Verstärkung? Wir holen uns Verstärkung. Oh! Look at that! Autsch!